Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und heute dreht sich alles nur um Sex. Yep, selbst die Lieder tragen den Titel Sex. Cobra Spell bringen am 1. Dezember ihr Debütalbum raus. Es nennt sich 666. Oder in welcher Sprache man diese sechs auch immer ausdrücken will, denn es ist eine multinationale Band, bestehend nur aus Frauen. Was ich ja mittlerweile festgestellt habe, was ja auch gesangstechnisch mir mittlerweile sogar sehr gut gefällt. Also in Instrumenten ist ja kaum Unterschied zu merken, also eigentlich gar nicht, ob das Männlein oder Weiblein ist. Aber gesangsmäßig merkt man da ja doch schon den Unterschied. Meistens. ich mag ja keinen klar Gesang, diesen Operettenfrauengesang aller, wie heißen diese Bands nochmal, Nightwish und so. Und ich mag es halt lieber rotziger, und jetzt Cobra Spell. Und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich höre da jetzt zum ersten Mal rein. Ich kenne ein paar andere Bands, wo die Damen noch alle Mitglieder sind. Aber Cobra Spell als solches, neue Band, 2019 gegründet und jetzt ihr Debütalbum aus den Niederlanden, aber trotzdem eine multinationale Band. Hören wir mal rein, los geht da erstmal das Video Sex, habe ich ja schon gesagt, ne? Das Ganze über Napalm Records. Jetzt aber, los geht das. Napalm Records, ich bin mein Kind dabei. Ja. So typisch Hard Rock. Heavy Metal, Anfang laut Gekreische, geil. Ja, der Gesang geht, der ist halt nicht so super klar, der ist schon ein bisschen rotzig. Das ist halt, das ist eine gewisse Art der Stimme. Die klingt geil, das gefällt mir. Ein bisschen rotziger wird mir besser gefallen. Aber ja, im Video sind ja nur Damen zu sehen. Könnte bis jetzt auch ein Steel Panther Video sein. Auch zum Mitschreien SAX. Kann man live gut mitmachen. Ja, dieser gute Hard Rock Hair Metal Mix gefällt mir. So eine Art der Musik war quasi auch mein Einstieg in die Metal-Szene. So halt eher der Flappert, aber die machen ja auch so textmäßig anders, aber. Ja, ein sehr erotisch anmutendes Video. Wie gesagt, könnte auch vom Steel Panther so sein. Obwohl, da hätten die Damen weniger an. Aber bei dem Thema wird natürlich wahrscheinlich auch total überspitzt alles gezeigt. Schauen wir mal solo weiter. Thank you.
Damen da im Käfig, machen rum. Steel Panther! Langes Solo. Und Gestöhne. S.E.X. Cobra Spell von dem Album 666 oder wie JBO es nennen würde, 666. Ja, ich finde es okay. Also, ich höre lieber härtere Mucke, aber das macht schon Spaß. Ich höre auch gern so Hard Rock, Heavy Metal, so alle das, alle Def Leppard, alle Steel Panther, alle alles, was in die Richtung geht. So kann ich mir definitiv gut anhören. So Festivals ist das immer so mein Runterkommen-Programm mit dem ganzen Death Metal, Black Metal, Pagan Metal Zeugs. Kann ich auch ruhig mal so eine Stunde bei sowas vor der Bühne stehen und einfach nur. Ach, das ist meine Entspannungsmusik. Das ist Feiermusik. Da stehe ich vor der Bühne und feier, was man ja beim Black Metal eher nicht macht. Beim Death Metal, da feiert man anders. Da ist halt Gemosche, aber da kann man einfach nur den Kopf bewegen. Kopf ausschalten, Bier in der Hand oder in meinem Fall jetzt Gäffchen in der Hand aus meiner super Batman bzw. DC-Tasse. Ich glaube, das ist nur Batman, das ist eine reine Batman-Tasse. Cheers. Ah, Kaffee. Ja, S-E-X von Cobra Spell. Cobra Spell habe ich ja eben gesagt, eine multinationale Band. Ja, ich kann euch mal kurz vorlesen, wo die Damen herkommen. Die, es ist hier einmal aus den Niederlanden, ja gut, das macht Sinn. Dann aus Brasilien, Chao Pessau, ich hoffe, ich habe den Ort richtig ausgesprochen. Aus Spanien, aus Venezuela, Caracas und nochmal aus Spanien. Also die Damen kommen alle aus verschiedenen Gegenden, So wird das ausgesprochen. So. Ja, Cobra Spell. Gegründet 2019 in Tilburg in den Niederlanden in Nordbrabant. Ein wunderschöner Ort, solltet ihr mal hinfahren. Ich war schon das ein oder andere Mal da. Ich komme aus Aachen. Da wohnt man an der Grenze zu den Niederlanden. Da sind holländische Urlauben in den Niederlanden. Holland sagt man ja nicht. Eigentlich fährt man mal öfters rüber. Ja, die Damen haben rausgebracht Love Venom EP 2020. Dann haben sie die EP Anthem of the Night 2022 rausgebracht. Und jetzt endlich mit 666 das erste komplette Album. Oder beziehungsweise es kommt raus. Am 1. Dezember kommt es raus. So wird es aussehen. Habt da mal ein schönes Bild. Es könnte auch ein Cover aus den 80er Jahren sein. Von einer Metalband. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Cover schlecht ist, aber es ist halt sehr oldschool und so klingt aber auch die Musik. Das ist ja gar nicht verkehrt. Über Napalm Records erscheint das. Das Album hat 12 Lieder an der Zahl und eine Spieldauer von knapp 50 Minuten. Und die Members stelle ich euch auch mal vor. Das ist die Sonja Anubis an den Gitarren, die auch vorher bei den Burning Witches war. Vielleicht kennen sie daher, war bei Krypta. Und bei einigen anderen Bands. Dann Noel Dos Anjos an den Gitarren, also Rhythmusgitarren, vorher bei Leadgitarre. Dann Chris Vega, kennt ihr vielleicht auch von Born from Exile, ist an den Vocals gewesen. Roxana Herrera am Bass. Und Hale
Nafta, ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen, an den Drums. Ja, die Band, denen gebe ich eine gute Zukunft. Die klingen gut, machen Spaß und auch mit solchen Themen, ja, wenn man halt auffällt mit irgendwelchen Themen oder provoziert, dann schafft man es. Siehe Steel Panther, siehe ein paar andere Bands, die so provozierende, auffällige Sex-Themen haben. Und hier dreht sich halt gerade alles um Sex bei dem Lied SLX. Und das Video war ja auch dementsprechend passend. Mädels in Käfigen, Mädels machen miteinander rum. Da waren ja nur Mädels drin zu sehen. Ich habe nicht einen Kerl gesehen. Oder ich habe ihn übersehen. Das kann natürlich auch sein. Ja, und ich würde sagen, die Band hat schon. Ja, die macht guten Rock. Das sind alles gestandene Musikerinnen, die in anderen Bands auch schon erfolgreich sind oder erfolgreich waren und jetzt halt als reine Female Band unterwegs sind. Ich finde es cool, Cobra's Bell, gefallen mir, Napalm Records. Am 1. Dezember erscheint das Album 666. Ich werde mal reinhören auf Spotify, wenn es dann soweit ist. Und ich ja, gönnen, werde ich es kaufen, weiß ich nicht, weil es ist nicht meine Musik. Es ist mir eigentlich. Das ist so Musik, die würde ich so einmal in der Woche vielleicht maximal hören. So, weil ist nicht meine primäre Musik, aber Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich. Wenn es euch richtig gut gefällt und ihr das unbedingt haben müsst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag und viel Sex, Sex, Sex. Sorry.